Was geht ab, meine Nakamas? Zane ist wieder da und zwar heute mit dem Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 1008 mit dem Titel Kopf der Atamaya-Diebe, Ashura Doji. Und das Kapitel beginnt damit, dass Oden erklärt, er wäre wohl mit Tokis Teufelsfrucht durch die Zeit gereist und in der Zukunft gelandet, um so halt Kaido zu besiegen. Er sagt, kommt, gehen wir jetzt alle zusammen zu Kaido und besiegen ihn ein für alle Mal. Die neuen roten Schwertscheiden freuen sich natürlich erstmal und möchten ihm folgen. Außer Ashura Doji, denn diese sagt, irgendwie kommt mir hier irgendwas spanisch vor. Das kann doch niemals der echte Oden sein. Und auch Raizo stimmt ihm zu. Raizo sagt, kommt, denkt an die letzten Worte von Toki. Toki hat gesagt, mit ihrer Teufelsfrucht könnte niemand in die Vergangenheit reisen. Da aber dieser Oden wohl anscheinend in die Zukunft gereist ist, müsste er ja wieder in die Vergangenheit reisen, da er in der Vergangenheit ja nun mal gestorben ist und sich die Geschichte nicht einfach aufheben lässt. Das kann niemals der echte Oden sein. Während sich die neuen roten Schwertscheiden darüber unterhalten, ob es jetzt echter Oden ist oder ob es einfach nur irgendein Fake-Oden ist, stellt sich dieser hinter Kinemon und möchte ihn angreifen. Ashura Doji bemerkt das, schlägt Kinemon weg und wird daraufhin von Oden aufgespießt. Aber auch Ashura Doji schafft es mit seinem Schwert Oden zu treffen und der haut ihm halt einfach mal so ein komplettes Stück Fleisch einfach aus der Wange. Und dabei bemerken wir, da ist gar kein Blut. Es wird revealed, dass dieser Oden eben eine Zeichnung von Kanjuro ist. Und daraufhin sagt dann Okiku, es tut mir so leid, ich konnte ihn nicht töten. Bullshit. Oh Mann. Okay, ihr seid momentan im wohl wichtigsten Krieg eures Landes. Es geht darum, werden die Beast-Piraten überleben oder wird Wano Kuni und die ganzen Samurais und eure ganzen Freunde und Verwandte und sowas überleben? Du schaffst es nicht, einen Bösewicht zu besiegen? Okay, ich verstehe ja, er war lange Jahre ein treuer Begleiter, ein guter Freund, aber ganz ehrlich, es steht momentan so viel mehr auf dem Spiel. Kanjuro möchte Momonosuke töten. Okiku hat mit ihrer Aktion Momonosukes Leben aufs Spiel gesetzt. Ganz ehrlich, das kann ich nicht so ganz verstehen, da habe ich von den Samurais echt deutlich mehr erwartet. Ashura sagt daraufhin einfach nur, mach dir nichts draus. Gegen einen von uns sind unsere Schwerter nicht so scharf. Naja, eher eine lame Ausrede. Denjiro greift Oden an und die neun roten Schwertscheiden versuchen natürlich Kanjuro zu finden, doch Oden sagt, nicht möglich, denn anscheinend benutzt Kanjuro diese Fake-Oden-Zeichnung aus einer riesigen Entfernung, was halt an sich sehr viel Energie kostet. Und hat er das schon mal gezeigt, sowas? Ich glaube nicht, also bisher war er ja immer relativ nah dran. Also anscheinend, je weiter die Zeichnung weg ist, desto mehr Energie kostet es für Kanjuro. Und dieser ist einfach aktuell auf dem Weg zu Momonosuke, weil er jetzt auch die Information vom Bao Huang hat, wo sich Momonosuke momentan befindet. Fake Oden zeigt, dass er anscheinend um die Brust eine Bombe geschnallt hat und zündet diese einfach mal an. Ashura Doji schnappt sich Oden, springt mit ihm aus dem Fenster und plötzlich kommt eine riesige Explosion. Als die neun roten Schwertscheiden unten auf den Boden gucken, sehen sie Ashura Doji, wie er komplett verbrannt da liegt, er sich einfach nicht mehr bewegt. Und jetzt ist halt die Frage, wenn dieses Kapitel schon Ashura Doji hieß, könnte es möglich sein, dass wir jetzt in jedem weiteren Kapitel einen Namen der neuen roten Schwertscheiden bekommen und einer nach dem anderen dabei drauf geht. Ich habe mir vorhin eine Theorie überlegt gehabt, weil es gibt ja momentan diese Sache, dass Momonosuke sich selbst nutzlos findet, weil er ja so klein und so schwach ist. Und wir hatten ja in einem dieser Coverspreads mal ein Bild gesehen von einem großen rosa Drachen, also ähnlich von der Farbe, wie Momonosuke sie in seiner Drachenform hat. Könnte es möglich sein? Es wird ja momentan sehr viel spekuliert, dass Momonosuke während Wano Kuni irgendwie es schafft, älter zu werden, so dass er halt eben nicht mehr diese kleine Pupsdrache ist, sondern so ein richtiger Kaido-like Drache. Frage ist halt wie? Tokis Teufelsfrucht sollte nicht möglich sein, denn immerhin ist Toki ja tot. Sie könnte natürlich irgendwie wieder auftauchen, man weiß es nie, aber diese Möglichkeit ist momentan einfach noch weg. Dann wird ja momentan auch viel spekuliert darüber, ob es vielleicht Shinobus Teufelsfrucht ist, die andere Sachen ja reifen lassen kann. Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil ja, sie kann andere Sachen älter machen sozusagen.
Sie kann aber das Ganze nicht stoppen. Das heißt, die Dinger werden immer und immer älter. Das heißt, wenn Momonosuke durch die Teufelsfrucht von Shinobu immer älter werden würde, würde er irgendwann während der Laufe der Zeit in Wano Kuni einfach ein Opa sein und einfach draufgehen. Ist eine Möglichkeit, dass sich Momonosuke vielleicht so opfert und halt diese kurze Time Gap, wo er halt im perfekten Kampfalter ist, nutzt, um Kaido zu besiegen und halt danach einfach verreckt. Aber irgendwie würde ich das nicht ganz so geil finden, muss ich sagen. Eine andere Möglichkeit, die ich mir überlegt hatte, was, wenn Tokis Teufelsfrucht in irgendeiner Form bestimmte Regeln hat oder bestimmte Restriktionen? Das heißt, das Ganze habe ich mir so überlegt, sie hat die 9 roten Schwertscheiden Momonosuke und sowas in die Zukunft geschickt. Wenn jetzt die 9 roten Schwertscheiden oder Momonosuke sterben, sterben sie wirklich, also die Charaktere sind dann wirklich tot. Aber möglicherweise durch Hinnahme von alternativen Zeitlinien etc. pp. Erscheinen dann diese Charaktere plötzlich wieder, aber um 20 Jahre gealtert. Also das heißt, es ist ein bisschen kompliziert. Zeitsachen sind in Serien und Büchern und sowas immer so eine ganz, ganz komische Geschichte. Aber ich meine jetzt, nehmen wir mal Kinemon als Beispiel. Kinemon stirbt, er ist einfach tot und plötzlich kommt wie so aus dem Nichts sozusagen von irgendwoher ein Kinemon, der aber 20 Jahre älter ist als der Kinemon, den wir kennen, der auch seine kompletten Erinnerungen hat, wie er die letzten 20 Jahre gelebt hat, als wäre er niemals von Tokis Teufelsfrucht in die Zukunft geschickt worden. Dass es sozusagen eine Art Kopie ist, die, wenn das Originale stirbt, kommt, aber halt eben nicht mit dem gleichen Wissen, was das Original hatte, sondern als hätte es 20 Jahre lang ganz normal sozusagen gelebt. Und so könnte man dann auch erklären, dass Momonosuke vielleicht eben als, wie alt ist denn der aktuell, 10? Als vielleicht 30-Jähriger auf einmal dasteht, weil Kanjuro es vielleicht schafft, Momonosuke zu töten. Es ist alles extrem komplex. Zeitreisen sind immer so eine kritische Geschichte in irgendwelchen Stories, weil bis man da alles erklärt hat. Aber das wäre eine Variante, die ich wenigstens ein bisschen geil finden würde, wenn Oda das Ganze mit dem Thema Zeitreisen mehr in One Piece damit aufnimmt. Und es halt irgendwie mit alternativen Kopien, alternativen Zeitlinien und ähnliches erklärt. Die 9 roten Schwertscheiden wollen jetzt natürlich los und Momonosuke vor Kanjuro retten. Plötzlich steht da auf einmal Jack. Und möchte halt die 9 roten Schwertscheiden bekämpfen. Plötzlich sagt Inuarashi, ihr geht mal, ich kämpfe gegen Jack. Und Jack so, du weißt, da ist kein Vollmond. Und Inuarashi kontert einfach nur genial. Ja, und du weißt, da ist kein Giftgas, oder? Und so kommt es, dass wir wohl im nächsten Kapitel Inuarashi gegen Jack sehen. Vielleicht wird das nächste Kapitel dann im Titel Inuarashis Namen haben. Das ist mal meine kleine Spekulation. Wenn dem so kommt, dann könnte meine Theorie sich doch ein bisschen mehr bewahrheiten. Sind wir auf jeden Fall mal auf nächste Woche gespannt. Plötzlich wechselt die Szene wieder. Und wen sehen wir da? Orochi. Munter, am Leben. Und zündet halt einfach mal das komplette Schloss und sowas an, weil er ist halt natürlich ziemlich extrem angepisst gegenüber Kaido, weil dieser ihn halt betrogen hat. Und erinnern wir uns da mal an so eine kleine Sache, als Big Mom damals Judge Windsmoke betrogen hat, hat er einfach losgeflennt wie ein kleines Baby. Und jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn man einen Orochi betrügt. Der flennt nicht los wie ein kleines Baby. Der zündet einfach mal dein fucking Haus an. Und daran sehen wir einfach schon, Orochi ist wirklich ein richtiger Badass-Bösewicht. Dabei hat er auch diesmal Fukurukuchu. Und das ist daraufgehend daraufhin interessant. Weil ich habe ja vor kurzem, oder ja, schon ein bisschen Weilchen her, eine Theorie rausgebracht, dass möglicherweise Fukurukuchu Orochi wieder zum Leben erweckt hat. Und zwar ging die Theorie darum, Fukurukuchu ist ja an einen der 7 Glücksgötter angelehnt aus Japan. Und dieser Glücksgott Fukurukuchu in der Mythologie ist der einzige unter allen Glücksgöttern, der die Fähigkeit hat, jemanden wiederzubeleben. Wir haben Fukurukuchu schon lange nicht mehr gesehen, er ist irgendwann abgehauen und dann war er einfach weg. Möglicherweise ist er zu Orochi gegangen und hat diesen wirklich mit seiner Fähigkeit wiederbelebt. Und wenn das kommt, Theorie bestätigt. Dann wechselt die Szene wieder rüber zu Yamato, Momonosuke und Shinobu. Und Momonosuke ist immer noch am Rumjammern, dass er ja so nutzlos ist. Und
wenn er geschockt wird, dass er sich dann halt plötzlich in einen Drachen verwandelt, aber er kann das anscheinend mittlerweile schon besser kontrollieren. Und auch das zeigt wieder so, es muss doch auf irgendwas hinauslaufen. Warum sollte Oden jetzt sagen, ja, er kann es jetzt Oda schon sagen, er könnte es jetzt ein bisschen besser kontrollieren, wenn es am Ende der Story im Grunde ziemlich scheißegal ist, wie gut er oder wie schlecht er ihn kontrollieren kann, weil er halt eben als kleiner Puppel eh nicht gegen Kaido antritt. Naja, Yamato sagt auf jeden Fall, sie macht sich ein bisschen Sorgen um Ruffy und Momonosuke sagt nur, na, brauchst du nicht, dem geht's gut. Und Shinobu fragt, woher weißt du das? Und wie wir ja wissen, Momonosuke hat vermutlich eben auch diese Voices of All Things und hört eben, dass es Ruffy momentan gut geht. Und wenn wir gerade schon von Ruffy reden, dann wechseln wir doch direkt mal die Szene hoch aufs Dach, wo immer noch die zwei Yonkos gegen die 5 Supernovas antreten. Und wir warten ja jetzt mittlerweile seit 2 Wochen auf Motherfucking Hybrid Kaido. Und wir kriegen ihn in diesem Kapitel diesmal. Ja, Also ich muss sagen, optisch, er passt. Aber ganz so extrem gehypt von der Optik bin ich jetzt nicht. Er sieht halt aus wie ein ganz normaler Kaido mit Schuppen. Und ein bisschen größeren Hörnern. Und Krallen. Und längeren Beinen. Er hat längere Beine auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es so, dass Ruffy wohl die ganze Zeit Kaido momentan attackiert. Aber es einfach nichts bringt. Jedes Mal wird er von Kaido wieder zurückgeschlagen. Und gut, wenn wir uns mal überlegen. Zoan Teufelsfrüchte haben ja die Fähigkeit, dass sie einem bessere Widerstandskraft geben und halt eben bessere Regeneration. Kaido an sich in seiner normalen menschlichen Form ist es schon ein Tier, was die Defensive angeht. Gepaart dann eben noch mit dieser Hybridform ist Kaido eigentlich sowas wie unbezwingbar? Man kann ihn nicht besiegen? Und das merken wohl auch so langsam die 5 Supernovas, denn sie sagen, okay, wir brauchen jetzt unbedingt einen Plan. Wir müssen diese zwei voneinander trennen. Big Mom und Kaido dürfen nicht gleichzeitig gegen uns kämpfen. Das ist wie Hölle. Und Ruffy sagt einfach nur, naja gut, ich war schon ein paar Mal in der Hölle. Mir macht das eigentlich nichts aus. Aber ja, da bin ich mal gespannt. Leider sehen wir keine weiteren Kampfszenen. Das müssen wir uns wohl fürs nächste Kapitel aufheben. Ich habe auch so langsam das Gefühl, dass wir wirklich in den nächsten Kapiteln ein bisschen mehr von den neuen roten Schwertscheiden sehen und immer nur so 1-2 Panel, was den Kampf auf dem Dach betrifft. Was echt schade ist, ich will endlich mal diesen riesigen, epischen Kampf haben, aber naja gut, wir müssen uns einfach in Geduld üben. Das war aber auf jeden Fall auch schon das Kapitel dieser Woche. Nächste Woche wird es zum Glück keine Pause geben. Ich hoffe, wir kriegen da was Episches zu sehen und vor allem kriegen wir auch mal erklärt, wieso Orochi immer noch am Leben ist. Ob das wirklich was mit Fukurokuchu zu tun hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses kleine Review hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir wie immer gerne mit einem Daumen nach oben sowie einem Klick auf den Abo-Button, um auch in Zukunft keins meiner Videos mehr zu verpassen. Und ich hätte hier am Ende für euch noch eine kleine Frage. Und zwar habe ich mir überlegt, momentan baue ich mir ja wie gesagt mein kleines Setup hier ab. Ihr seht es jetzt mittlerweile schon mit deutlich mehr Lichtern, die jetzt hier hängen, mit meiner Spiegelreflexkamera, diesem blauen Leuchten im Hintergrund und solche Sachen. Hättet ihr Bock darauf, dass wir in Zukunft diese Kapitel-Reviews nicht mehr einfach nur als einfache Videos machen, sondern dass ich ab nächste Woche oder vielleicht ab übernächste Woche, je nachdem wie schnell ich es zeitlich schaffe, diese Kapitel-Reviews wieder als Livestream auf Twitch und auf YouTube mache, dass ihr zeitgleich mit mir reden könnt. Problem ein bisschen an der Sache ist halt, ich habe halt nicht so die groß flexiblen Arbeitszeiten und ich bin auch nicht irgendwie im Homeoffice oder sowas unterwegs. Das heißt, für den Regelfall arbeite ich zwischen 10 bis 19 Uhr. Bis ich dann daheim angekommen bin, den Livestream gestartet habe, vielleicht kurz was gegessen habe und sowas, ist es halt vielleicht zu irgendwas zwischen 8 und 9. Frage hierbei wäre halt, wäre sowas zwischen 8, 9, 10 so in dem Dreh rum für euch zu spät für einen Livestream? Dann würde ich es einfach weiterhin ganz normal als Video machen, so wie jetzt auch. Oder hättet ihr da Bock auf einen Livestream? Oder soll ich diesen Livestream vielleicht auf Sonntag verschieben? Dann, wenn das Kapitel offiziell auch bei Manga Plus erschienen ist. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Hier ist halt einfach so, natürlich gibt es schon viele Kapitel-Reviews, die eben schon donnerstags erscheinen. An sich für die Klicks ist natürlich donnerstags der bessere Tag, weil je früher man die Infos hat, desto besser ist es, desto mehr wird es geklickt. Aber wenn ihr Bock drauf habt und sagt, hey, Sonntag hätte ich Zeit und Sonntag hätte ich Bock auf ein Kapitel-Review-Livestream, um mich mit euch und allen anderen zu unterhalten, dann werde ich das Ganze auf Sonntag verschieben und wir schauen einfach, dass wir jeden Sonntag eben diesen One Piece Livestream machen. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr Bock drauf hättet. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß.
und haut rein. Ciao. Yeah.